Guten Morgen. Nein. Hallo Mädchen. Hallo Mädchen, ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Mimo Saleh und ich heiße euch herzlich willkommen zum XXL Vlog. Ich bin nämlich Olli Dagnifna. Wir haben gerade eingecheckt, sind am Flughafen und fliegen jetzt nach Kosovo. Ich freue mich einfach nur noch auf das Essen dort, weil ich habe schon lange nicht mehr irgendwo so gut gegessen wie in Kosovo. Wir haben jetzt noch etwa 25 Minuten Zeit, bis wir fliegen. Und dann geht's schon los. Das Coole daran ist, wir werden im Swiss Apartment übernachten. Das heißt, wir sind die ganze Zeit in Pristina und nicht in Klin oder Jakub. Nicht in Klin oder Jakir. Und deshalb sind wir die ganze Zeit in der Hauptstadt. Das haben wir extra so gemacht, dass wir da nicht immer dorthin fahren müssen. Und Ariana, Krenar, die Schwester von Krenar, meine andere Freundin, ihr Freund. Also wir sind eine ganz große Gruppe. Und ja, wir freuen uns mega drauf. Und wir sehen uns dann in Brü, Pristina. Wow! Leute, wir haben uns noch was bei Sprüngli geholt. Wir sind gelandet, es ist so kalt. Wir warten auf Exona und Trilon, die holen uns jetzt ab. Und dann gehen wir was essen, wir haben so Hunger. Und Leute, der Flug. Ich habe nur schreiende Babys gehört, das war so anstrengend. Aber was will man machen? Ich weiß nicht, ob das nur bei Flügen nach Kosovo so ist, dass da immer nur Babys weinen. Oder ob das auch in anderen Flügen so ist. Also bei mir ist es nur nach Kosovo so. Kommt so hier rein, da ist das Schlafzimmer. Da ist noch ein Bett, falls man zu dritt hier ist. Da ist das Badezimmer auch mega schön. Und jetzt zeige ich euch noch. Wir haben eine riesen Terrasse. Oh, falsche Seite. So geil, einfach mitten in der Stadt. Und hier ist noch das Wohnzimmer. Leute, ja, ich habe geschlafen. Und ja, ich habe meinen Winterschlaf zu Ende. Es ist 2021 und ich bin erst gerade aufgestanden und aus meinem Kokon geschlüpft. Wow. Wir haben uns jetzt fertig gemacht und gehen was essen. Meine Schwester und Krenar und Vyosa sind auch fertig. Und ja, heute gehen wir nur was trinken. Danach gehen wir, glaube ich, nicht feiern oder so. Einfach ganz gemütlich. Leute, das liebe ich an Pristina. Jede Bar ist einfach so schön. Wir sind jetzt alle hier. Sag mal hallo. Hi. Sag mal hallo. Hey, hallo. Kommt mir alle auf Instagram. Wir sind einfach hier. Sag mal, sag hoi. Mit deiner Hand. Und es ist so schön. Wir haben jetzt gegessen. Es war so lecker. Aber ich habe vergessen aufzunehmen. Aber wir gehen morgen, glaube ich, nochmal. Deshalb werden wir dann das nochmal aufnehmen. Vyosa ist das erste Mal in Pristina. Wie gefällt es dir so? Bis jetzt sehr gut. Es ist so angenehm. Und die Bars hier sind einfach so, so, so schön. Cheers, Bitches! Auf uns! Guten Morgen, Leute. Wir sind immer die Ersten, die wach sind. Und Vyosa auch. Und jetzt machen wir uns fertig und dann gehen wir essen, oder? Ach so, gestern Abend waren wir noch was essen. Dann gingen wir trinken. Oh, ouch. Ah, das war der große Zeh. Eine andere Bar gegangen. Von dieser Bar sind wir in eine andere Bar gegangen. Von Bar zu Bar. Von Bar zu Bar. Und am Schluss sind wir noch essen gegangen. Und das ist halt eben so geil in Kosovo, weil man überall essen kann. Und ja, dann haben wir noch Shisha geraucht. Und falls ihr eben
so halt wissen wollt, wo wir waren und so weiter, dann müsst ihr mir auf Instagram folgen, weil ich da immer alles markiere. Ich weiß die Namen nicht auswendig. Ich kann mir voll gut Zahlen merken, aber Namen kann ich mir leider nicht merken. Ich glaube, heute gehen wir einfach nur shoppen und dann einfach ganz normal wieder in die Stadt, bisschen chillen und so. Wir nehmen uns Zeit, nichts zu tun. Leute, wir haben uns schon fast fertig gemacht. Adriana sitzt hier und macht sich mit meinen Sachen fertig. Und ich habe das heute an. Ganz easy peasy. Er hat das an. Und jo. Ich weiß nicht, es ist einfach zu kalt eigentlich, um sich zu heilig anzuziehen, aber wir gehen ja shoppen und sind dann sowieso in der Mall. Und dann, jo. Wir laufen jetzt nach unten. Die andere Partei ist auch schon fertig. Es hat geschneit gestern Abend und es ist richtig kalt. Und übrigens, diesen Mantel habe ich von H&M, aber der war ausverkauft. Und ich habe die Größe L genommen, weil mir dieser Mantel einfach so gefallen hat. Also ich habe euch da echt keine Artikelnummer oder so, weil viele gefragt haben. Wir gehen jetzt essen, dann gehen wir shoppen. Ich freue mich so, hier kann man so geile Sachen kaufen. Und mein Verlobter braucht neue Schuhe. Ich brauche eigentlich nicht unbedingt vieles. Ach ja, weil wir ja umziehen, muss ich viele Basic-Sachen kaufen, weil die jetzt bei uns zu Hause sind. Kannst du im Moment, wenn du beim Lachen merkst, dass du voll verpennt aussiehst? Da hau ich jetzt. Leute, wir sind immer eigentlich mit dem Taxi unterwegs. Ist, glaube ich, am günstigsten. Hey, lass mich auch mal vloggen. Vloggen in the vlog. Just talk shit. Ah, du hast auch Albanisch am Sachen. Ich vergesse es mit dem großen Bus. Ich habe es auch gerade gemerkt. Ah, Leute. Es ist so kalt, dass meine Augen die ganze Zeit tränen. Und die ganze Schminke finde ich zwar. Und da denkt sich so, was da redet die ganze Zeit mit ihrer Kamera, aber egal. So Leute, hier ist die Mimosa. Ich will nicht wissen, wie ich von der Perspektive ausgesehen. Und hier ist die Mimosa. Meine Perspektive ist besser. So. Zeig mal dein Hipster-Outfit. Wow, geilo Milo. So sieht Kosovo ungefähr aus. Wartet. Okay, aber das Wetter ist auch wirklich hässlich. Oh Gott, ich weiß, dass euch jetzt mit dieser Aufnahme trümmelig geworden ist. Dass euch schwindelig geworden ist. Schwindelig. Wir sind jetzt beim Albimal und essen Pasta. Was sagst du dazu? Fleisch. Ohne noch Fleisch. Wow! Kann ich dir so was sagen, weißt du? Ja, ich hab's gemerkt. Leute, diese Fanta Exotik ist so lecker! Ist hier die Schweiz? Nein, eben nicht! Oder doch manchmal im Ottos. Ich glaube, die gibt's bei Ottos. Was geht ab hier, Leute? Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr schon mal in Pristina gewesen seid. Und ja. Kiu. Voll lecker. Jetzt hoffen wir auf Salatsauce schmeckt so fein. Wir haben das bei Tutto Pasta bestellt. Leute, und schon wieder sind wir am Essen. Ich schwör's euch, wir übertreiben nicht, aber überall gibt's Essen und es ist so lecker. Deshalb machen wir das auch. Die anderen haben Kaffee. Hier ist voll schön. Das ist bei Albimal immer noch. Was sagst du, Adriana? Wow, du siehst voll gut aus da gerade. Es klingt. Wir machen jetzt ein bisschen Fotos. Jossa ist die Fotografin. Adriana ist hier. Und ist nämlich ein bisschen Sonne, da sehen die Bilder immer am besten aus, wenn die Sonne scheint. Leute, wir haben bis jetzt eingekauft und ich kann einfach nicht mehr. Die Taschen sind so schwer. Jetzt kaufen wir noch ein paar Kleinigkeiten zu essen, Chips
was zu trinken, Red Bull, sowas. Und ja, was auch immer so hier ist. Ich kann einfach nicht mehr meine Tasche, diese ist so schwer. Was hast du? Hast du viel gekauft? Ja, also hauptsächlich in Zara. Und du? Auch nur im Zara. Okay. Auch, vor allem hoffentlich schon wieder. Doch egal. Also. Okay, ich habe mir mal die Lohne. Oh, weil, bitte schreibt in die Kommentare, wer nice. Mag diese Nutella, Schoko, keine Ahnung was. Wer mag das? Oh, ich. Das ist die Frage, wer mag das? Wenn du das isst, hast du 3 Tage Furzkanonen. Ardi, Spezialitätin. Du bist Spezialitätin von Ivar Furz. Oh, die besten Chips in Kosovo sind die dreieckigen. Wo sind's? Ah nein, die sind auch voll. Fein. Aber auch ein bisschen. Das Bomoniga, die Gischte, die Vogel, die ganz. Guten Morgen, Menschen. Heute ist Montag. Und wir waren gestern noch feiern, Leute. Das war so lustig. Es war einfach andere Liga lustig. Wir waren etwa 12 Leute, oder ich weiß nicht, wie viele Leute wir waren, aber es waren so viele da. Und keine Ahnung, ich liebe einfach so Nächte, wo man sich einfach kaputt lacht. Und ja, wir waren auch so, bevor wir feiern gegangen sind, waren wir noch essen. Ich glaube, in diesem Zelt mal bitte, wie viel mal Essen in diesem Vlog vorkommt. Ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt schon zum 53. Mal gesagt habe. Ich stelle schnell die Kamera hier hin. Ich schminke mich noch schnell fertig. Eigentlich wollte ich zu Altin gehen und meine Haare machen. Aber ich lasse sie doch einfach so. Ich wollte so ein bisschen blonde Strähnen, also blonde, so Karamellsträhnen reinmachen hier vorne. Oder, ja, ich weiß halt nicht. Ich bin einfach der Mensch, der Typ Mensch. Ich versuche sehr gerne Sachen, ich probiere sehr gerne Sachen aus. Aber wenn es um die Haare geht, dann bin ich eher vorsichtig. Und ich habe dann echt Angst, dass die dann zu trocken werden. Deshalb habe ich es jetzt gelassen. Meine Schwester ist jetzt dort. Die macht sich auch ein bisschen hellere Haare. Viosa ist auch dort. Und ja, ich mache mich jetzt fertig. Ich habe mich eigentlich schon fast fertig geschminkt. Dann allgemein zu Kosovo wollte ich euch noch sagen. Es ist momentan extrem kalt, Leute. Also Minusgrad, gestern war es -3, heute sind es glaube ich -5. Es ist wirklich sehr, sehr kalt und ja, wir haben halt nicht so, wir dachten, es ist so ungefähr wie in der Schweiz und in der Schweiz ist es ja schon nicht so kalt. Deshalb haben wir glaube ich auch ein bisschen die falschen Sachen eingepackt und somit ist es auch gar nicht lustig, draußen was zu machen. Deshalb sind wir immer etwas am Essen oder etwas am Trinken. Und ja, das ist halt der Scheiß jetzt da in Kosovo, weil es so kalt ist. Wir bleiben jetzt in Pristina. Wir wollten eigentlich noch die Tage nach Peja gehen. Aber wir haben es jetzt doch gelassen, weil die Straßen so eingefroren sind. Und ich mag das irgendwie nicht, mit den Leuten von hier zu fahren. Es ist einfach so gefährlich, weil die fahren irgendwie so crazy. Crazy? Deshalb sind wir irgendwie so ein bisschen in Pristina festgenagelt, aber es ist nicht schlimm, weil es ist voll schön.
Jahren. So schön. Von Bota Altini. Natürlich, der Kurs steht. Zeig dich, Viosa. Sie hat sich noch schminken lassen, auch so schön von Risata. Ein bisschen zu viel für den Tag. Egal, lass es, fass dich einfach nicht ins Gesicht, damit du heute so rausgehen kannst. Wir sind jetzt bei Sarajevo. Sarajevo, weißt du das? Also, wir sind bei Sarajevo und bestellen jetzt Essen. Ey Leute, bitte, bitte zählt einfach, wie viel mal ich Essen in diesem Video, in diesem Vlog sage. Der Trilon ist ganz konzentriert am Essen suchen. Gashi, Gashi. Alter Erde, deine Haare sehen so wunderprächtig aus. Richtig frisch und gesund. Wie auch so, du siehst aus wie ein Gemälde. Sie passt. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir kurz Altin und Resata besuchen gehen. Und wir laufen jetzt schnell dorthin, weil es nicht so weit weg ist vom Restaurant. Und dann werden wir die Brautjungferkleider schneidern lassen, Maßen abgeben und die Farben auswählen. Ich freue mich mega drauf! Wir sind gerade die Maßen am Messen für die Brautjungfern und ich bin so aufgeregt, weil das jetzt einfach gemacht wird und es immer näher kommt und es geht irgendwie voll los jetzt mit den Planungen. Seid ihr froh? Oh Gott, Leute, erregt so nah und die anderen zwei konnten nicht kommen, leider. Aber ich kann euch schon mal sagen, dass die Farbe hell wird. Wow, what a good idea. Sie wird nicht schwarz. Sie wird hell und der Stoff wird aus Satte sein. Leute, wir werden jetzt hier hinsetzen und Netflix schauen. Und hört ihr das? Ich weiß nicht, ob das der Kühlschrank ist oder ob das der Wind ist, aber es hat hier keine Öffnung. Ich weiß auch nicht. Und jetzt schauen wir einen Film. Heute haben wir eigentlich nichts Spezielles gemacht. Wir sind auch nicht was trinken gegangen oder so, weil es einfach so übertrieben kalt ist, Leute. Es war jetzt, es waren minus 6 Grad. Und genau, morgen treffen wir uns kurz mit meinem Schwiegervater und dann deshalb treffen wir uns morgen mit ihm. Und genau, wir waren ja eben wegen den Kleidern noch schauen. Es ist so emotional irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht aufgeregt. Ihr wisst ja auch nicht, wann es stattfinden wird. Es wird jetzt nicht bald sein, aber die Zeit vergeht so schnell. Deshalb ja, bin ich trotzdem irgendwie voll aufgeregt, weil die Zeit immer so schnell dann plötzlich da ist. Einfach. Also für alle Nachbarn, die heute hier sind, tut mir leid für die Lautstärke. Tschüss! Wir sind endlich wieder zu Hause und ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und ich hoffe auch, dass euer Jahr gut gestartet ist, dass es weiterhin gut läuft und dass ihr alle eure Vorsätze
euch vornehmt. Ja, dass ihr euch eure Vorsätze vornehmt und die einhalten könnt und die schafft. Und genau, wir sind jetzt gerade angekommen von Pristina. Wir sind jetzt gerade von Pristina angekommen. Es war ein guter Flug. Die Zeit dort war einfach so cool. Wir hatten so viel Spaß mit unseren Freunden. Wir waren so viele Leute, glaube 15 oder so. Und ja, jetzt sind wir in unserer neuen Wohnung. Wir haben schon das erste Mal hier geschlafen. Es war so schön. Wir haben bis um 1 Uhr geschlafen und eigentlich sind wir Frühaufsteher. Aber wir sind jetzt alles so voll am Genießen. Jetzt schauen wir ein bisschen Netflix. Und genau, ich wollte euch einfach danken für euren Support bis jetzt. Die Verlosung werde ich bei Instagram verlosen vom letzten Video. Und ja, ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen nach oben, folgt mir auf Insta, lasst ein Abo da. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!